Pepe. Jones. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Das eröffnet manchmal traumhafte Möglichkeiten, aber so ein Steilpass, der muss auch ankommen. Sergio Ramos. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Gefährliche Flanke. Geht er rein? Schuss und... Der war nicht einfach zu halten. Da lag eine Menge Wucht in dem Ball. Abseitsentscheidung korrekt. Ja, war eine ganz knappe Kiste. Auch hier wieder. Aber die Fahne des Assistenten war sofort... Jets ist die 2:00 PM. Obwohl die Entfernung zum Tor riesengroß war. Da ist er, der neue Trainer bei seinem Debüt. Und auch wenn das nur ein Freundschaftsspiel ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sein Engagement nicht mit einer Niederlage beginnen möchte. Balleroberung im Mittelfeld. Khedira. Mit der Flanke sucht er... Ja, und jetzt spielen sie sich hier in einen Rausch. Ein grandioser Kopf. Wie aus dem Lehrbuch. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das ist mal wieder ein Kopfball aus dem Lehrbuch. Timing stimmt, Wucht stimmt. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Jones. Attackiert ihn, er will den Ball. So mancher Fan hier hatte den schon drin gesehen. Boateng. Isco. Ja, hatte er das zweite Ding auf dem Schlappen. Ja, vielleicht wollte er es da ein bisschen zu genau machen. Clemens. Mesut Özil jetzt. Von ihm wird heute viel abhängen. Er muss nach vorne Akzente setzen. Mesut Özil, ein Künstler am Ball, ein perfekter Vorlagengeber. Khedira. Xabi Alonso.
der Spieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Gute Flanke. Oh, oh, da ist noch alles drin. Sofort abgezogen. Und ja, er hat es geschafft. Sein erstes Spiel für den neuen Verein. Und schon ein Tor geschossen. Das muss ein super Gefühl sein. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Im ersten Versuch pariert Topkeeper, aber am Ende ist das Ding doch drin. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Konzentriert sich auf diesen Eckball. Ein echtes Pfund schickt er da ab, aber der Torwart ist zur Stelle und entschärft diesen Ball. Und da kann der Torhüter wirklich mal zeigen, was er drauf hat. Ja, ja, so geht's auch. Und das war der Pfosten. Und nochmal sehen die Zuschauer eine Ecke. Manche Ecken sind gefährlich und andere aber nicht. Tor, wie er das macht, und jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Ja, so liegt vor dem Tor natürlich überhaupt kein Problem, diesen Ball zu versetzen. Also das Ergebnis ist jetzt schon recht einseitig. Sensationell, klare Führung jetzt. Und das ja, ein bisschen Glück gehört dazu in dieser Situation. Der kann auch mal rausspringen. So langsam wird es ein bisschen sehr einseitig. Kevin Prince Boateng. Scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Und ein weiteres Tor ist gefallen. Ein Wahnsinnsschuss aus dieser Entfernung. Kaum eine Chance für den Torwart. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Was für ein Schuss aus dieser Distanz. Was für ein Tor. Und das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Und nun Jefferson Fafan. Dank sein. Oh Gott, war das einseitig. Wie schnell war da die Spannung raus in dieser ersten Halbzeit?